Eierschieben auf dem Brotchenberg. Traditionsgemäß findet jedes Jahr zum Ostersonntag das Ostereierschieben in Bautzen auf dem Brotchenberg statt. Das bunte Treiben wurde von Oberbürgermeister Alexander Ahrens und dem Eierjockel offiziell eröffnet. Begleitet wird das Ganze unter anderem vom sorbischen Nationalensemble Bautzen und dem deutsch-sorbischen Volkstheater. Sorge, dass der Osterhase gar nicht kommt. Angeblich sei er mit Eierlikörflaschen gesichtet worden. Viel Spaß und einen schönen Ostersonntag hier in Bautzen. Vielen Dank. Organisiert wird das Ereignis vom Tourismusverein Bautzen e.V. und zieht jährlich bis zu 15.000 Besucher an. Auf dem Ostermarkt mit über 30 Ständen konnten Besucher Leckereien aus der Region probieren und die regionale Handwerkskunst bestaunen. Das ist wirklich fast, Alter. Eins, zwei, drei! Eier jetzt herbei, bitte! Seit 4 Jahrhunderten gehört das Eierschieben zum Osterbrauch in Bautzen. Es rollen jedoch keine echten Eier, Süßigkeiten und Apfelsinen den Hang zur Spree hinunter, wie zu damaligen Zeiten. Dafür werfen heutzutage die Erwachsenen bunte Plastikbälle, welche von den Kindern gefangen werden. Die Bälle können dann an einem Stand gegen Geschenke umgetauscht werden.